willkommen. Schön, dass du dabei bist beim heutigen Portaltag-Reading. Ich habe mir überlegt, wir machen mal wieder ein kleines Auswahl-Orakel. Das mögt ihr ja so gern. Und als erstes möchte ich mich natürlich recht herzlich bedanken für das tolle Feedback zum Vollmond-Reading. Das war irgendwie unschlagbar. So viele Menschen konnten sich in diesem Reading erkennen und da sehen wir doch wieder, wie eng wir eigentlich alle miteinander verbunden sind, wie das kollektive Feld da wirkt und wie die einzelnen Stränge ja in uns verknüpft, mit anderen verknüpft, mit dem Außen, mit dem ganzen Sein verknüpft sind. Und diese schöne Erkenntnis für mich wieder dort wahrzunehmen, das ist immer ein Riesengeschenk. Vielen herzlichen Dank also für eure Kommentare. Ich freue mich auch immer über eure Likes, dann weiß ich, dass ihr da euch so ein bisschen wiedergesehen habt oder vielleicht auch richtig gut wiedergesehen habt. Aber die Nachrichten und Botschaften, die ihr mir da mal zukommen lasst, die sind unschlagbar. Vielen herzlichen Dank für euer Sein. Vielen, vielen Dank. Und heute, zum heutigen Portaltag, habe ich dieses Auswahl-Orakel vorbereitet. Schau gern, zu welchem Stein, zu welchem Stapel du dich hingezogen fühlst. Und wir gehen dann gleich die einzelnen Stapel durch, damit du deine heutige Portaltag-Botschaft aus der geistigen Welt erhältst. Und ich möchte jetzt natürlich gern noch vorher mit einem weiteren Stapel hier in das Feld hineinschauen zum heutigen Portaltag. Was sind denn hier für Energien? Was bringt uns denn der heutige Portaltag auch jetzt so kurz nach dem Vollmond? Das ist ja dann immer spannend, weil der Vollmond bedeutet ja, hier geht es darum, loszulassen. Nach dem Vollmond die Zeit, das heißt, wir sind jetzt in dem abnehmenden Mond. Das wiederum bedeutet, jetzt geht es um das Loslassen. Und dann ist es natürlich spannend, wenn sich da noch so ein Portaltag reinschiebt. Der Portaltag hat halt einen sehr dünnen Schleier. Das heißt, wir haben einen super starken Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Wir haben einen sehr starken Zugang zu unseren energetischen Feldern. Und dann noch in Verbindung mit dieser abnehmenden Monddynamik, da kann sich natürlich richtig was zeigen. Und bei dem anderen kommen da richtig Triggerpunkte. Bei dem einen vielleicht ganz viel Wein und man weiß gar nicht, wo es herkommt. All diese Empfindungen, die zeigen sich jetzt und die wollen angeschaut werden. Und wenn man bereit ist, sie anzuschauen, kann man lernen, sich zu verstehen. Und in dem Moment ist die ganze Sache eigentlich, man kann sagen, aufgelöst. Denn hier geht es tatsächlich immer nur um Erkenntnis. Und das ist halt das, wovon ich immer spreche. Ich wünsche dir schöne Erkenntnisse, dass du quasi durch diese Legung die Möglichkeit bekommst, dich erkennen zu können. So, und jetzt starten wir natürlich. Wir schauen in die heutige Portaltag-Energie und ich würde dich bitten, dass du dich an einen ruhigen Ort zurückziehst, dass du einmal tief durchatmen kannst sozusagen, mal den Stress, den Alltag um dich herum so ein bisschen vergessen und vielleicht auch ausblenden kannst, dass du jetzt wirklich einmal komplett bei dir ankommst und dich entspannen kannst, um jetzt auch deine Botschaft zu empfangen. Und ich möchte jetzt gern mit euch gemeinsam in das kollektive Feld schauen, zum heutigen Portaltag. Was zeigt sich denn hier? Was möchte sich denn zeigen? Was möchte denn hier tief im Inneren angeschaut werden? Erkenntnis kommt schon, etwas ist schon offenbart. Das heißt, das kann man jetzt wahrscheinlich schon sehen, ohne tiefer schauen zu müssen. Das kann man schon sehen. Und was ich hier sehe, es geht um die Kelchdynamik. Kelche, das bedeutet, hier geht es um Gefühle. Und mit den Gefühlen, es geht quasi am Portaltag um Gefühle. Es geht entweder darum, dass du Gefühle zeigst, offenbarst, oder es geht darum, dass dir Gefühle gezeigt werden. Und jetzt schauen wir mal rein. Die zwei der Stäbe, scheinbar geht es hier auch um eine Entscheidung. Und hier ist
scheinbar auch innerlich schon eine innere Wahl getroffen. Wahrscheinlich ist hier wieder die Situation, dass man da nicht ganz im Selbstvertrauen ist und die eigene Entscheidung so ein bisschen anzweifelt. Und das kennt jeder von uns. Ich muss gerade so lachen. Das kennt wirklich jeder von uns. Das ist dann so wieder so ein innerer kleiner Kampf, den man mit sich hat. Und mit diesem Portaltag heute ist wahrscheinlich so innerlich gedämpft Stimmung ein bisschen, weil man hier diese Entscheidung vielleicht, da liegt irgendwas noch im Argen sozusagen, mit dem Ritter der Kelche. Wir schauen mal weiter. Hier haben wir die Münzenergie. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich jetzt auch gut im körperlichen Feld zu spüren sein. Und da kannst du jetzt direkt mal in dich hineinspüren. Wo ist es denn eng? Wo fühlt es sich eng an? Und diese Enge, welche Auslöser zeigen sich dort? Ja, weil wenn wir diese Enge wahrnehmen und über diese Enge drüber gehen, dann kann sich dort quasi die Struktur verfestigen. Es zieht sich etwas zusammen, es wird etwas fest. Und dann sind wir in Anspannung. Und jetzt geht es darum, das wieder in die Entspannung zu bringen und hier zu schauen, wo bin ich denn emotional fest? Wo bin ich denn, habe ich mir denn eine feste Struktur aufgebaut, damit ich hier nicht in dieses Gefühl schauen oder gehen muss? Und das kann man immer gut, wenn man halt nicht so den guten Zugang zu seinen Gefühlen hat, weil man da sehr verschlossen ist, um das wieder zu öffnen. Ganz sanftmütig geht man hier am besten über das körperliche Feld. Und hier schaut man zuerst in seinem Körper, wo ist die Enge? Und dann mit Hilfe von Meditation, mit Hilfe von Atmung, vielleicht auch mit Hilfe von Bewegungsübungen, kann man hier ganz sanft, bewusst über das Körperfeld quasi in diese Emotionen hineingehen. Und das scheint hier möglich zu sein. Und das scheint hier auch der goldene Pokal am Ende zu sein mit den 10 der Münzen. Kann man hier etwas erfolgreich anschauen, entdecken. Mit der heutigen Portaltag-Energie haben wir quasi die Möglichkeit, über unser körperliches Feld in uns hineinzuspüren und zu spüren, wo nehme ich Enge wahr. Wo kann ich vielleicht nicht annehmen oder nicht geben, weil ich irgendetwas zu eng gezogen habe? Und mit den 2 der Stäben zeigt es mir an, diesen Punkt zu finden und dann einfach die Entscheidung zu treffen, ich möchte raus aus der Enge. Ich möchte gern in die Öffnung gehen, weil das ist eine selbsteigene, willentliche Entscheidung. Da kommen wir wieder in unser Schöpferwesen, was uns dann auch Freiheit schenkt, wenn wir diese Entscheidung treffen und dann auch dazu stehen. Dazu stehen und das dann auch umsetzen quasi. Das hier scheint sozusagen die heutige Portaltag-Energie zu sein. Und jetzt möchte ich natürlich gern mit euch in das Auswahlorakel schauen. Und ich hoffe, du hast hier schon ein bisschen dich hineingespürt, welches denn heute dein Stapel sein wird. Ich starte jetzt einmal direkt und wir fangen an mit dem ersten Stapel. Da liegt der Amethyst. Und ich schaue auf die erste Karte. Ja, hier geht es genau darum, das passt jetzt gerade richtig gut zum Thema, mit den 7 der Schwertern zeigt sich hier die Situation, dass man wegschaut, dass man in die Ablenkung geht, vielleicht auch in die Ablehnung. Und das Witzige an unserer Verstandesdynamik ist ja manchmal, dass wir das gar nicht merken, dass wir hier gerade voll in der Ablehnung sind, bezüglich gewisser Situationen oder gegenüber Personen. Und diese innere Ablehnungshaltung zeigt, dass wir voll in der Enge sind, dass wir voll gegen etwas halten und hier kann der Fluss des Lebens nicht fließen. Und diese innere Ablehnung, dieses innere Fluchtverhalten, ja, also erst kommt die Ablehnung und dann kommt die Flucht, die scheint sich hier zu zeigen. Und hier geht es mit dem Amethyst quasi in eine Art Transformationsphase. Das heißt, hier zeigt sich jetzt die Bereitschaft, dahin zu schauen. Und das Ganze passiert hier tatsächlich auf dem gedanklichen Feld. Das heißt, hier löst man innerlich die gedankliche Barriere, es nicht zulassen zu wollen oder vielleicht nicht zu können. Hier mal hinzuschauen, warum lasse ich es nicht zu? Vielleicht, weil ich glaube, es nicht zu schaffen, nicht genug zu sein, es nicht wert zu sein. Deswegen lässt man etwas nicht zu und das ist die Barriere eines bestimmten
Glaubenssatzes. Und hier besteht die Möglichkeit, das quasi zu erkennen. Es wird dir wie Schuppen von den Augen fallen, sozusagen. Wir schauen mal weiter, was dich hier unterstützt. Ausdruck und friedliche Kommunikation. Ja, wenn ich in die Ablehnung gehe, dann gehe ich in die Abweisung. Und dann sind das oftmals harte Worte, dann ist das oftmals Streit. Und hier geht es darum, Ausdruck und friedliche Kommunikation. Durch meine liebevolle Kommunikation entsteht ein Feld des Friedens. Jede Art, mich auszudrücken, ist getragen von der Energie tiefen Friedens. Und wenn ich mit mir im Frieden bin, das heißt, solange wie ich in der Ablehnung bin, bin ich angespannt. Da bin ich voll in der inneren Kriegszeremonie. Das heißt, da bin ich nicht im Frieden. Und in dem Moment ist meine Kommunikation eher angreifend. Wir können das mal vergleichen mit so einem Hund. Oftmals benennen die Menschen ihn auch als der bellende Dorfköter und nichts dahinter. Genau das ist diese Symbolik, die sich hier gerade darstellt. Man keift, man gackert, man schiebt es auf das äußere Bild. Und hier geht es jetzt darum, in sich diesen Kriegszeremonie aufzuheben, aufzulösen, mit sich hier in den Frieden zu gehen. Und das ist ein Geschenk. Und das hat jeder einzelne Mensch hat diese Energie in sich und dort mit Frieden zu schließen und nicht mehr auf irgendetwas die Schuld im Außen zu weisen, sondern hier ist jeder in der Selbstverantwortung und ist hier aufgerufen zu schauen, Mensch, was ist hier in meinem Feld eng? Wo bin ich eng? Wo bin ich unentspannt? Und in dem Moment, wir sind alle Energie. Und diese Schwingung, die in mir ist, diese Angespanntheit, die bringe ich durch Worte zum Ausdruck. Und in dieses Bewusstsein kommt man hier, dass genau das, was ich empfinde, und die Menschen oder alle Menschen wurden geprägt, gesellschaftlich eine Maske aufzusetzen. Das heißt, wenn es uns nicht gut geht, dann zeigen wir das auch nicht, sondern dann setzen wir unsere schöne Miene auf und dann machen wir hier freundliches Spiel. Und genau darum geht es gerade, das kann man nicht mehr halten. Das ist mit dem neuen Energielevel unserer heutigen Zeit, der neuen Zeit der kommenden goldenen Ära nicht mehr zu halten. Das heißt, hier geht es in die Wahrheit, in die Offenbarung und in die Selbsterlaubnis, in den Selbstausdruck. Und das ist ein Geschenk, das ist eine Freude, das ist eine Wonne, sich da reinzugeben und das selbst zu praktizieren. Und zu schauen, in welcher Energie schwinge ich hier halt gerade und genau das bringe ich halt zum Ausdruck. Und wenn ich innerlich voll in der Ablehnung bin, aber nach außen ein harmonisches Bild abgeben will, weil es vielleicht Familie ist oder weil ich die Person nicht verletzen möchte, diese Disharmonie in meinem Inneren, das geht nach außen und das wird spürbar und der andere wird darauf reagieren. Und dann kommt natürlich wieder eine Reaktion, boah, auf die ich natürlich überhaupt gar keinen Bock habe. Und hier kann man sehen, hier kommt das quasi richtig schön zum Vorschein und hier kann man es auflösen. Wir schauen mal auf die dritte Botschaft. Da kommt sie, die Harmonie in Beziehungen. Und hier ist der Erzengel Raguel, der dich unterstützen kann. Wir Engel öffnen die Herzen aller Personen, die an dieser Situation beteiligt sind. Streitigkeiten und Konflikte werden jetzt gelöst. Und das darfst du jetzt in dir aufnehmen, diese Energie darfst du jetzt in dein Schwingungsfeld einladen. Und dann kannst du jetzt richtig spüren, wie du in Harmonie kommst, wie du innerlich friedlich wirst, weil du hast ja deine Entscheidung getroffen, du hast ja deine Vorstellung. Und jetzt dazu zu stehen, das löst in dir Frieden aus und in diesem Frieden kommunizierst du es nach außen und in dem Moment löst sich diese Ablehnung, diese Flucht automatisch auf. Das ist doch mal eine schöne Botschaft, ihr Lieben, mit diesem wunderschönen Amethyst hier. Da ist ja Transformation pur. Und jetzt haben wir auch noch die Rune Nid oder Naudis. Und die besagt, dass hier nämlich genau so ein alter Weg, dieser alte Pfad, den man bisher gegangen ist, der geht hier nicht mehr so weiter. Das heißt, hier darf man jetzt, hier wird man aufgerufen vom Universum, in diese neue Kommunikation hineinzugehen und die besteht hier aus Schwingung und Energie und diese Energie in sich anzuschauen, auszugleichen und dann nach außen in die Kommunikation zu gehen.
Denn die Rune Naudes sagt, halt, stopp, so geht das hier nicht mehr. Schau bitte hin und jetzt kommt hier die Auflösung und danach ist man wieder im Flow und der Fluss fließt quasi in Leichtigkeit weiter. Wunderbar. Ihr Lieben, wir schauen jetzt mal auf den zweiten Stapel. Hier haben wir einen schönen Bergkristall, der leuchtet hier so schön schon in seiner Reinheit. Und wir schauen mal, welche Botschaften es hier für uns gibt. Oh, hier haben wir den Gehängten und mit der großen Arkana zeigt das eine Situation ein, die hier ganz schön nervt. Hier geht es irgendwie gerade nicht weiter. Man ist in einer Situation, wo scheinbar nichts passiert. Es passiert nichts. Und man hat eigentlich so viel in sein Feld gegeben oder man wollte, dass sich so viel öffnet und ändert. Und hier passiert nichts. Man hängt und man wartet und man schaut und... Ja, wir schauen mal, was man hier noch so macht mit der nächsten Karte. Ah, diese Situation soll dich dazu bringen, deine innere Balance zu finden und einfach zum Beobachter und Empfänger zu werden. Hier geht es darum, einfach tatsächlich mit sich in die Stille zu kommen. Egal wo du bist, ob du in deinem tumultigen Arbeitsleben bist oder ob du zu Hause für dich alleine bist oder in heller Aufregung mit der Familie, was auch immer, hier die Balance zu finden, indem du mal nichts tust, sondern einfach nur beobachtest. Und in dem Moment, wo du beobachtest, um zu verstehen, in dem Moment schaffst du innerlich eine Balance für dich, weil du wirst in der Situation wirst du sicher. Du wirst richtig sicher in der Situation, weil in dem Moment, wo du nur beobachtest und die meisten Menschen beobachten, um reagieren zu können. Und hier kommst du jetzt nämlich raus. Hier ist Schluss mit Reagieren. Das heißt, hier kommt man in sein Schöpferwesen. Man fängt an zu agieren und das wiederum bedeutet, man ist innerlich ausgeglichen. Ich beobachte, sammle meine Kräfte und ich erkenne, welcher Moment hier für mich wirkungsvoll ist, um zu agieren. Hier kommt man quasi aus seiner Position des Reagierens. Und hier ist ein richtiger, also es ist eine Situation, die löst in uns ja so ein bisschen Unmut aus, aber innerlich passiert da ganz viel. Innerlich wird eine Balance hergestellt. Und das ist ein Riesengeschenk hier. Das ist ganz... ganz wundervoll. Wir schauen mal auf die Erzengelbotschaft dazu. Gut beraten, Erzengel Azrael. Du bist ein geborener Berater und viele Menschen profitieren von der Führung und dem Trost, den du ihnen vermittelst. Denn in dem Moment, wo du hier im Beobachten bist, um zu verstehen, kommst du automatisch ins Mitgefühl, weil du innerlich mitfühlen kannst. Wenn du nämlich zuhörst, um zu reagieren, bist du gefangen in deinen eigenen Glaubenssätzen und Gefühlsmustern. Wenn du dich da rausnimmst und beobachtest, um zu verstehen, dann kannst du mit dem anderen mitfühlen, weil du ihm zuhörst. Und in dem Moment kannst du den Ratschlag geben, der ihm wirklich hilft, der ihn wirklich berührt, der ihn wirklich abholt. Und das ist die Fähigkeit, das ist die Meisterschaft sozusagen eines jeden Coach, Therapeuten, wer auch immer, die Fähigkeit des Zuhörens, um zu verstehen. Und das scheint hier scheinbar deine Meisterschaft zu sein. Das ist ganz wunderbar. Wir schauen mal noch auf die Rune, die dich hier unterstützt. Ja, tatsächlich, hier geht es so um ein inneres Erkenntnismomentchen. Hier mit der Rune Ebers zeigt sich hier quasi, dass du dem anderen begegnest in diesem Moment und du ihn vollkommen wahrnimmst. Und das ist eine ganz besondere, heilsame Begegnung, weil der andere sich in dem Moment auch gesehen fühlt. Und das macht was. Und in deinem Inneren, auf dich persönlich bezogen, bedeutet diese Rune, dass hier wirklich ein Wandel in dir geschieht. Das ist wie eine charakterliche Veränderung oder du änderst dein Wesen, du änderst quasi deine Art und Weise,
wie du dich im Außen gibst. Und das ist hier gerade ein sehr, sehr schöner Prozess. Und mit dem Bergkristall scheint es hier in eine Art Klarheit zu kommen. In eine Art Bewusstsein, eine Art Klarheit. Und es ist ja auch so ein Master-Healer, so ein Super-Healer, der auf alle Chakren wirkt. Und hier scheint etwas sehr in Balance zu kommen, denn wenn alle Chakren ausgeglichen sind, dann kann auch die göttliche Energie aus dem Universum durch dich durchfließen und du verkörperst sozusagen auch diese universelle Allliebe. Das ist ein sehr, sehr schöner Prozess. Und die universelle Allliebe ist quasi Mitgefühl, Offenheit und einfach dieses lichtvolle Sein, dieses ruhige, entspannte. Das ist sehr schön. Wir schauen jetzt noch in den dritten Stapel, was hier die Botschaft ist mit diesem wundervollen Pyrit, der zum einen sehr, sehr gut erdet. Also wenn man so in Gedanken verloren ist und sich wieder mal alles im Kopf überschlägt, dann ist das so ein richtiger, boah, der holt einen runter. Der hat auch ein unglaubliches Gewicht, ne, im Vergleich. Der lässt einen in die geistige Welt quasi eintauchen, nach oben steigen, in die Leichtigkeit, und der holt einen runter. Und zwar holt er einen runter, um die Werte zu erkennen, um hier ins bewusste Sein zu kommen und quasi das Göttliche, die göttliche Energie im weltlichen Geschehen zu manifestieren. Und der hat auch ganz viel mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun. Das ist so ein Stein, der einen so richtig erdet und wo man so richtig feste Wurzeln hat und so richtig fest im Leben steht und weiß, wo man steht und weiß, wie man sich quasi in der Welt zeigen möchte. Das ist ein sehr kraft- und machtvoller Stein. Wir schauen mal. Ja, und da kommt auch direkt diese Energie. Also wenn du dir diesen Stapel jetzt hier ausgesucht hast mit den 9 der Münzen, da ist gerade bei dir die Situation, dass du sehr zufrieden bist. Du bist da gerade zufrieden, es ist alles in Ordnung, du bist mit dir selbst im Reinen, du bist hier glücklich und da ist allerdings die 9 der Münzen. Irgendwas fehlt hier. Also irgendwie, ein Punkt ist noch offen, aber mit dir selbst bist du gerade im Reinen. Wir schauen mal, was da jetzt noch offen ist in deinem Feld. Na, mit der Karte, welche Botschaft? Der Körper. Ich liebe und achte meinen Körper, er ist Tempel meiner Seele. Das heißt, du bist hier gerade in einer körperlich guten Verfassung, du fühlst dich ausgeglichen, du fühlst dich gut geerdet. Oder du brauchst diese Energie vielleicht auch gerade, dieses bei dir anzukommen, um deiner Seele quasi Raum zu schenken und hier in eine gute Körperwahrnehmung zu kommen, um quasi den Tempel deiner Seele wahrzunehmen und zu achten. Wir schauen mal weiter, welche Botschaft es hier gibt. Empfindsamkeit, Erzengel Haniel. Du bist in dieser Zeit besonders empfindsam für Energien und Emotionen. Halte dich selbst und deine Gefühle in Ehren. Oh ja, dann geht es hier um ein ganz wundervolles Thema. Und zwar geht es hier auch mit dieser Pyrit-Energie, geht es hier um das Thema Abgrenzung. Und zwar eine gesunde Abgrenzung. Wenn es ungesund ist, dann gehen wir wie hier in die Ablehnung. Dann wollen wir etwas wegschieben. Und hier geht es scheinbar um die gesunde Abgrenzung. Das heißt, wenn man in sich im Frieden ist, wenn man in sich im Reinen ist mit seinem Körper, mit seinen Gefühlen, mit seinen Gedanken, dann sieht man sofort, wenn Fremdenergie in dieses Feld hineinkommt. Und man nimmt das auf der körperlichen Ebene wahr, indem man zum Beispiel spürt, dass es einen müde, schwer und träge macht, dann hat man Energie in seinem Feld, die einen runterzieht. Wenn es dich in die Leichtigkeit bringt, wenn es deine Stimmung erhält oder wenn du merkst, du bist im Redefluss, du hast Lust, dich zu öffnen, du hast Lust zu sprechen, dann bist du in einem guten Umfeld, dann bist du quasi in einer erhöhten Schwingung. Und bei dir geht es jetzt gerade in deinem Resonanzfeld darum, zu schauen, ganz empfindsam über deinen Körper zu spüren. In welchem Feld befinde ich mich gerade? Nährt es mich oder entzieht es mir Energie? Das ist jetzt gerade eine wichtige Situation, um in deine Kraft, um
wie ein inneres Wachsen, mehr in deine Kraft zu kommen und hier auf dem Feld der Zehen der Münzen anzukommen, wo scheinbar gibt es hier noch Energieraub. Und hier zu schauen, was kann dich unterstützen. Und da ist die beste Situation oder Position, über den Körper, über das Körperempfinden reinzuspüren, was tut dir gut. Du wirst auch feststellen, wenn du über dieses Körperempfinden gehst, wenn du dich hier mit Erzengel Haniel Energie verbindest, da kannst du dich hinsetzen, stillen Moment abwarten für dich und dann öffnest du dein Kronenchakra und lädst diese Energie zu dir ein. Und dann lässt du sie durch deine Wirbelsäule bis nach unten in dein Wurzelchakra fließen und ziehst sie quasi wieder in den Boden über deine Füße. Und dann bist du geerdet und gleichzeitig mit der geistigen Welt verbunden. Und dann lässt du die Erzengel Haniel Energie durch dich fließen und dann spürst du in dich hinein. Dann verbindest du dich mit dieser Energie. Und in dem Moment kannst du quasi dich selbst, dein Empfinden, deine Gedanken, deine Gefühle, du kannst das alles in dir wahrnehmen. Und du spürst, du wirst, wenn du diese Übung mehrmals täglich oder am Tag einmal über mindestens 2-3 Wochen machst, dann wirst du spüren, wie du mit deinem Körper empfindsamer wirst und wie du solche Energien immer mehr wahrnehmen kannst in deinem Umfeld. Und oftmals wird dem einen oder anderen dann Himmelangst und Bange, wo man erkennt, oh mein Gott, in welchem Feld habe ich mich hier aufgehalten? Und hier geht es tatsächlich darum, hier darf jetzt wahrscheinlich, um deinen Energiehaushalt hier zu kräftigen und zu stärken, hier darf vielleicht auch mal ein bisschen aufgeräumt werden und geschaut werden, was nährt mich denn wirklich? Was bringt mich in die Leichtigkeit? Und was zieht hier an meinen Energiereserven, sodass ich hier selber gar nicht vorbeikomme? Oder vorankommen. Vielleicht sind da Projekte und man hat immer wieder das Gefühl, man kommt nicht voran. Und dann ist das eine sehr schöne mentale Übung zu schauen, woran liegt es denn? Hier geht es darum, in diese Feinfühligkeit zu kommen und vor allen Dingen auch darauf zu vertrauen. Das ist meistens dann immer das Problem, dass wir nicht darauf vertrauen, was wir da gerade empfinden, das sozusagen wegschieben und somit schieben wir uns selber weg. Wir rauben uns selber den Wert, wir vertrauen uns nicht und das raubt uns auch Energie. Das heißt, wir rauben uns auch selbst Energie, wenn wir hier nicht in diesem bewussten Feld sind und das beobachten. Wir schauen mal weiter, welche Rune dich unterstützt. Und hier zeigt sich die Rune Taiwas. Und diese Rune, die offenbart dir Stärke, Kraft. Hier kannst du was durchziehen. Hier kommst du nochmal richtig in deine Superpower sozusagen. Wenn du jetzt dein Feld dir anschaust und deinen Empfindungen, deinem Gefühl, was du für dein Feld, für dein Umfeld, für deine Mitmenschen hast, vertraust. Und das wird dich in deine Kraft bringen. Und dazu zu stehen und dann danach zu handeln, das ist Mut. Und dabei unterstützt dich quasi diese wunderbare Rune. Ihr Lieben, ich hoffe und wünsche, ihr hattet hier wieder ein tolles Auswahlorakel. Und es lohnt sich tatsächlich immer von Anfang bis Ende zu schauen, um sich dieses Orakel im Ganzen anzuschauen. Weil ich muss auch sagen, heute ist es auch wieder ein absolutes Storyboard hier. Von Anfang bis Ende irgendwie greifen die Punkte vollkommen ineinander und am Ende ist dann hier die goldene eigene Hochzeit. Ihr Lieben, ich möchte euch gerne nochmal einladen zu dem Tarot-Workshop, den ich am 17.09. gebe. Der ist online, das heißt, du kannst, egal wo du bist, egal was du in deinem Feld, wo du gerade dich befindest, du kannst jederzeit quasi daran teilnehmen. Das ist ein 5-stündiger Workshop und da gehen wir richtig in die Tiefe. Da schauen wir auch richtig in die Energiearbeit, die hinter so einem Tarotlegen steckt. Und wir schauen uns dieses Feld an, wir tauchen da ein und da gibt es ganz viele tolle Dinge zu erfahren, zu erlernen und vor allen Dingen das Wichtigste zu praktizieren, da in die Selbsterfahrung zu gehen. Ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt somit einen wundervollen Portaltag. Ganz, ganz liebe Grüße. Eine dicke Umarmung in Gedanken. Lasst es euch gut gehen. Genießt die Energie. Alles Liebe zu euch.